So, gehen wir ja jetzt rein in die Thematik. Das Video geht 30 Minuten. Mundgeruch sagt, wir sind bereit dafür. Es gibt Neuigkeiten um die Fanatec-Thematik, Chat. Und da wir ja in letzter Zeit sehr viel diesbezüglich News verbreiten, müssen wir da mal rein. Lacktausch hat wieder investigiert. Das ist ja auch, Lacktausch ist auch immer so, muss man einfach sagen, Lacktausch ist dafür eine fantastische Quelle. Also der macht sich da wirklich sehr viel Mühe, um das immer aufzubereiten und rauszusuchen. Muss man an der Stelle auch mal ein Lob aussprechen. Herzlich willkommen zum Lacktausch. Moin. In meinem letzten Video habe ich ja schon ein wenig über das merkwürdige Verhalten von Corsair berichtet, dass man dort ja sehr voreilig auch angekündigt hatte, auf der Computex auftreten zu wollen mit seiner neuen Simracing-Produktlinie. Jetzt ist tatsächlich Corsair am heutigen Tage auf der Computex aufgetreten und sie haben zunächst mal ein selbstproduziertes Simrig präsentiert aus Stahlrohren. Ja, ausgestattet. Warum wusste ich das nicht? Was bin ich für ein Simracer, wenn ich das noch nicht wusste? War das allerdings bereits mit Fanatec Bases und Fanatec Lenkrädern und erstaunlicherweise mit Heusingfeld Pedalen, wenn ich das richtig gesehen habe. Hey, also man möchte hier offensichtlich zum einen das starke Signal aussenden, dass man hier Fanatec-Equipment in Zukunft haben wird. Auf der anderen Seite ist es aber zum jetzigen Zeitpunkt noch so, dass man sagen kann, die Wirkung ist die, naja, man hat halt dieses Equipment da drauf geschraubt, präsentiert es aber nicht als das eigene. Also das ist der momentane Stand. Das kann man also ein wenig entschärfen. Nichtsdestotrotz finde ich diesen Auftritt schon ziemlich frech, muss ich sagen. Vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen um die Übernahme Fanatecs durch Corsair ist es doch mehr oder weniger dreist, sich da jetzt auf der Computex schon hinzustellen mit Fanatec-Equipment auf dem selbstentwickelten Rig. Das macht alles so den Eindruck, naja, das macht einen sehr halbseidenen Eindruck, würde ich meinen, und wirkt alles andere als seriös. Das wollen wir doch hier einmal festhalten. Aber gehen wir nochmal zum Ablauf der Ereignisse. Gut, wenn man jetzt, bevor wir jetzt da reingehen, wenn man jetzt bedenkt, dass wir diese Thematik gerade im Umlauf haben, dass im Raum steht, dass Fanatec gekauft wird von Corsair, macht das schon einen komischen Eindruck, machen aber andere Hersteller auch auf ihren Messen. Da sind ja auch andere Hersteller dran. Aber mit dem Hintergrund, dass das gekauft werden soll, ist das schon ein bisschen komisch. Zurück. Wir hatten am 7.5. den Quartalsbericht fürs Q1 der Corsair Gaming und der Chief Executive Officer von Corsair hat da die kommende Simracing Produktlinie angekündigt. Erstaunlicherweise kam aber erst am 8.5. von Fanatec die offizielle Ad-Hoc, in der man hier angekündigt hat, man würde Verhandlungsgespräche mit Corsair zu einer Übernahme der Firma unter dem Staruk-Verfahren durchführen. Ja, das ist also wirklich schräg und ihr seht auch hier nochmal den Ablauf, dass hier Corsair im Grunde immer einen Schritt vor Fanatec sich bewegt hat, was natürlich auch eine ganz klare Dominanz Corsairs zeigt bei diesen ganzen Vorgängen. Und es wird aber noch interessanter, denn am gestrigen 3.6. hat Thomas Jackermeier auf Wall Street Online ein Posting mit seinem verifizierten Account abgesetzt, das da lautete, ich lese es mal in voller Länge vor, denn das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, was da eigentlich abläuft hinter den Kulissen bei Fanatec bzw. der Endor AG. Daniel Mayberg war es, der für meinen Rauswurf gestimmt hat und Belmaner Darewitsch hat gegenüber mir und dem Aufsichtsrat ausgesagt, dass es Ingo Weber war, der dem Vorstand erzählt hat, dass die Staatsanwaltschaft gegen den Vorstand ermittelt. Diese streng vertrauliche Information war nur für den Aufsichtsrat gedacht. Und wenn die Aussage von Belmar stimmt, dann hat Ingo Weber hier einen groben Pflichtverstoß begangen und man könnte ihn sofort absetzen. Das ist in der Tat richtig. Das ist ein sehr grober Pflichtverstoß, wenn man hier tatsächlich Betroffene darauf hinweist, dass die Staatsanwaltschaft gegen sie ermittelt. Das ist ja tatsächlich
in meinen Augen sogar ein Straftatbestand. Wenn Ingo Weber ersetzt wäre, könnte man den Vorstand komplett rauswerfen und der Spuk wäre zu Ende. Obwohl Bellmer dies gewusst hat, hat sie sich geweigert, ihre Aussage schriftlich niederzulegen oder gegenüber der Polizei zu Protokoll zu geben. Das sind die traurigen Fakten. Und das muss man schon wirklich sagen, wenn man bedenkt, wie eng da im Vorstand von Fanatec früher zusammengearbeitet wurde, beziehungsweise im Vorstand der Endor AG, was da eigentlich für ein Vertrauensverhältnis zwischen den Vorstandsmitgliedern geherrscht hat. Ja doch, eine mehr oder weniger familiäre mittelständische Firma. Und ja, dann gibt es tatsächlich so einen Bruch zwischen den handelnden Personen. Das ist schon ziemlich, ziemlich bitter, wenn man sich da mal in diese Lage reinversetzt. Das erklärt, also das wird ja nicht erst seit gestern passieren. Also ne, das hat sich ja jetzt nicht von heute auf morgen so entwickelt, dass sie jetzt sagen, okay, komm, wir ziehen jetzt in den Krieg. Das erklärt wirklich sehr, sehr vieles der letzten Monate. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass sich das seit Oktober letzten Jahres, sagen wir mal September, zieht. Uff, okay, das ist dann schon, also scheinbar intern sind sich die Leute dort nicht so richtig einig, was jetzt hier irgendwie Phase ist. Irgendwer will was loswerden, also irgendwer möchte Profit machen, logischerweise mit dem Verkauf, nehme ich ganz stark an. Und irgendjemand, also eine andere Partei möchte möchte Fanatec scheinbar retten. Und wenn man sich nur mal die öffentlichen Statements anschaut, die regelmäßig rauskommen und dort guckt, wer was sagt, dann merkt man schon, wie so langsam das Gedankenkarussell anfängt, sich zu drehen, wem man denn jetzt hier an der Stelle noch vertrauen sollte, beziehungsweise vertrauen kann mit dem, was dort gesagt wird. Und im Winter 2022, 2023 wurde eine Due Diligence durchgeführt, bei der schnell klar war, welche Personen was zu sagen haben und wer Einfluss nehmen kann. Mayberg und Nadarevich haben definitiv Angebote für eine Beteiligung am neuen Unternehmen bekommen und zu irgendeinem Zeitpunkt ist ihnen vielleicht die Fantasie durchgegangen. Und Thomas Jackermeier bezieht sich hier so explizit lediglich auf Mayberg und Nadarevich, da er Bezug nimmt auf ein anderes Posting in Wall Street Online, in dem ein anderer Forenteilnehmer geschrieben hatte, naja, aber Mayberg und Nadarevich, die sind doch Team Jackermeier und auf die kann er sich zumindest verlassen. Und dem widerspricht hier Thomas Jackermeier eben ausdrücklich. Natürlich stehen Ruff und Kosch auch nicht auf der Seite von Thomas Jackermeier. Insofern hat er da tatsächlich jetzt den kompletten Vorstand gegen sich. Wir werden auch gleich nochmal einen genaueren Blick auf den Vorstand und seine Struktur werfen. Und Thomas Jackermeier weiter. Überlegt bitte mal, was bei Endor in letzter Zeit alles schiefgegangen ist und wer direkt dafür verantwortlich war. Alles Zufall? Und nein, ich versuche mich hier nicht aus der Verantwortung zu stehlen, aber gegen Vorsatz anzukämpfen ist halt was anderes als gegen Fahrlässigkeit. Die Manipulation des Investorensuchprozesses von Matthias Kosch ist Vorsatz und das ist leicht beweisbar. Jeder, der jetzt zu ihm hält und das Corsair-Angebot unterstützt, weiß genau, was er tut. Das heißt ja, auch hier nochmal die klare Aussage, der komplette Vorstand steht da ganz klar auf dem Kurs Richtung Staruk mit allen Mitteln. Ob das nun wirklich wasserdicht begründbar so durchführbar ist oder nicht. Und das ist natürlich schon erstaunlich. Denn man sollte natürlich als Vorstandsmitglied eines Unternehmens zunächst mal alle anderen Alternativen ausloten und versuchen, das Unternehmen so gut es geht zu retten. Aber was willst du denn jetzt machen? Also ich sag mal so, ich bin kein großer Unternehmer. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber was will jetzt eine Person gegen den ganzen Vorstand machen? Es ist doch Vorstand, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, Vorstand ist doch immer Mehrheitsvotum, oder? Was willst du dagegen tun? Also da hast du doch keine Möglichkeiten. Also ich meine, Thomas Jackermeier kämpft wie ein Löwe um Fanatec, muss man sagen. Also man sieht zumindest, dass das öffentlich gemacht wird, was da jetzt überall wo dran ist, das weiß ja nur wirklich keiner so genau. Aber er gibt sich auf jeden Fall noch größte Mühe, das nicht abzugeben. Und nach allen uns vorliegenden Fakten wäre das
wirklich gar nicht mal so schwer, die Endor AG hier wieder auf die rechte Spur zu bekommen und wieder in sichere finanzielle Fahrwasser zu bekommen. Aber das ist scheinbar nicht gewollt vom aktuellen Vorstand, unter anderem eventuell aufgrund der hier erwähnten Beteiligung am neuen Unternehmen. Das ist natürlich eine sehr reizvolle Perspektive, die der Vorstand hier gewinnt und die macht es dem Vorstand sehr schmackhaft, hier Richtung Staruk zu steuern. Dass Corsair hier bereits in 2022 mit einem Angebot auf Thomas Jackermeier zugekommen sein soll, ist natürlich äußerst bemerkenswert, weil, ja, das erklärt natürlich auch das momentane Vorgehen von Corsair. Man ist da jetzt einfach, ja, mit allen Mitteln hinterher, sich die Endor AG endlich einzuverleiben. Seit anderthalb Jahren ist man hier auf der Jagd und versucht auf Biegen und Brechen diese Firma zu akquirieren. Und so wie es aussieht, sieht es momentan für Corsair da sehr gut aus, dass man tatsächlich auch sehr günstig an diese Firma rankommt. Weit unter Wert, wie ich mal einfach so stumpf behaupten würde. Oh, wenn das jetzt wirklich seit anderthalb Jahren so ist. Jetzt mal nur Gedankenkarussell. Wenn das wirklich seit anderthalb Jahren so ist, dann könnte man ja meinen, dass seit anderthalb Jahren sehr viel dafür getan wurde, den Wert dieser Firma runterzuwirtschaften, weil man irgendwo an einem Tisch gesessen hat und sich die Hand gegeben hat, dass man darauf hinarbeitet, dass jetzt beispielsweise Corsair das übernimmt, um es quasi vorzubereiten. Also wenn man jetzt alle Informationen, die wir haben, so ein bisschen zusammenpuzzelt, dann macht das den Eindruck, dass da anderthalb Jahre darauf hingearbeitet wurde. Das würde diese, ja, ich nenne es jetzt mal diese kleinen Fauxpas, die passiert sind, die letzten, ja, sagen wir mal, 10 Monate. Wow. Okay. Das ist natürlich nur ein Gedankenkarussell, ne? Das, wie gesagt, wir wissen tut hier keiner so wirklich irgendwas. Aber dann, das ist schon wirklich sehr brutal. Das wäre richtig brutal. Und ja, es ist natürlich deutlich einfacher, hier Anreize für eine kleine Personengruppe zu schaffen, anstatt tatsächlich alle Eigentümer des Unternehmens entsprechend auszuzahlen bei einer offiziellen und sauberen Übernahme. Das wäre dann doch etwas teurer. Insofern ist Staruk natürlich the way to go für Corsair. Hier auch nochmal als Beleg das Originalposting als Screenshot von Thomas Jackermeier aus dem Forum von Wall Street Online. Und da sieht man eben auch das Zitat des entsprechenden Foristen, auf das Thomas Jackermeier hier Bezug nimmt. Jetzt schauen wir uns aber, wie angekündigt, einmal genauer den Vorstand der Endor AG an, so wie er momentan Stand Juni 2024 zusammengesetzt ist. Da haben wir also dereinst Thomas Jackermeier als CEO und Gründer gehabt, rauskomplimentiert worden. Andras Samsay, CFO und Gründer, hat ebenfalls das Unternehmen verlassen im Jahr 2023. Und Dr. Michael Opte-Hipt, der war COO seit April 2022, der hat seinen Posten auch geräumt. Damals bestand der Vorstand aus 3 Personen, also es ist niemand mehr da, der von den Personen, die bis Ende 2022 hier noch im Vorstand waren. Ersetzt wurden sie durch folgende Personen. Andres Ruff ist als CRO und kurz darauf auch als CEO angetreten im März 2024. Matthias Kosch hat die Nachfolge von Andras Samsay im Januar 2024 angetreten. Belman Adarevic ist auf einen neu geschaffenen Vorstandsposten gekommen im Juni letzten Jahres und Daniel Mayberg ist Dr. Michael Opte-Hipt nachgefolgt im April letzten Jahres. Also ein sehr junger Vorstand, würde ich sagen. Das älteste Vorstandsmitglied ist also in Sachen der Dienstjahre, kann man ja fast noch nicht sagen, aber gerade eben hat er das gute Jahr voll gemacht. Das ist also Daniel Mayberg, der seit April letzten Jahres hier als COO im Vorstand ist. Alle anderen Vorstandsmitglieder sind noch nicht mal ein Jahr dabei.
Also Belman Adarevic gerade eben ein Jahr. Und damit hat sich das dann schon. Ne? Also der Rest der Vorstandsmitglieder, Matthias Kosch und Andres Ruff, ja gut, die kann man, deren Amtszeit im Vorstand kann man in Wochen messen. Das sagt ja auch schon einiges darüber aus, wie sehr der Vorstand hier dem Unternehmen sich verbunden fühlt. Da werden unter Umständen Menschen jetzt für eine sehr kurze Dienstzeit sehr gut entlohnt. Jetzt haben sich gestern nochmal neue Ereignisse wiederum ergeben. Und schön ist das nicht, wenn man das sich anschaut, ne? Das sieht schon von, also selbst wenn man gar keinen Dunst hat davon, wirklich null, sieht das nicht schön aus. Das hat einen sehr, sehr faden Beigeschmack. Ich wüsste nicht mal, ob man das in irgendeiner Form annehmbar, vertretbar aufhübschen könnte. Weil wenn die jetzt wirklich 22, 23 kam das Angebot, 23 wurde komplett alles auf links gekrempelt. Ab dann entstanden ja wirklich die sehr großen Probleme, möchte ich jetzt mal sagen. Heide Witzka. Und zwar Thomas Jackermeier zusätzlich zu seinem Posting bei Wall Street Online außerdem noch eine Pressemitteilung herausgegeben, die wie folgt lautet: Die Investorengruppe um den Gründer und Hauptaktionär Thomas Jackermeier verlangt die unverzügliche Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Endor AG. Sie schließt sich damit einem Antrag der Schutzvereinigung der Kleinaktionäre an. Die Investorengruppe hat einen entsprechenden Antrag am 28. Mai 2024 der Endor AG übergeben. Am 3. Juni 2024 wurde zudem ein Antrag auf Erteilung einer Ermächtigung nach § 122 Absatz 3 Aktiengesetz beim Amtsgericht Landshut eingereicht. Darin verlangt die Investorengruppe auch die Behandlung einer umfangreichen Tagesordnung, die sich aus den Vorgängen um die Endor AG in den vergangenen Monaten ergibt. Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung ist schon alleine deshalb zwingend erforderlich, weil der Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals vorliegt. Das geht aus den Angebotsunterlagen des von der Endor AG beauftragten Beratungsunternehmens Götz Partners hervor, das auf dieser Basis seit April Investoren suchte. Bereits im Februar 2024 hatten die Wirtschaftsprüfer von Bachert und Partner festgestellt, dass die Hälfte des Grundkapitals verloren gegangen war. Nach § 92 Absatz 1 Aktiengesetz hätte der Vorstand daher bei Bekanntwerden dieser Tatsache unverzüglich eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen und den Aktionären und dem Kapitalmarkt diese Tatsache anzeigen müssen. Die Unterlagen liegen der Investorengruppe vor. Vorstand und Aufsichtsrat der Endor AG sind am 21. Mai 2024 an diese Pflicht erinnert und auf die Konsequenzen einer Unterlassung hingewiesen worden. Die Unterlagen liegen der Investorengruppe vor. Das dürfte ein mächtiges Instrument vor Gericht darstellen. Da bin ich sehr gespannt, ob es tatsächlich zum Einsatz kommt oder ob allein die Nennung der Unterlagen bereits als Druckmittel ausreichend ist, um hier tatsächlich die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung durchsetzen zu können, denn der aktuelle Vorstand weigert sich seit Monaten, hier eine außerordentliche Hauptversammlung zustande kommen zu lassen. Das steht ja schon lange im Raum, dass es zu einer AOHV kommen soll. Es ist aber bislang nichts passiert. Wann ist der Monitor von Kors herausgekommen, Chat? Weiß das gerade jemand aus dem Kopf? Der Große. 22 oder 23? Ui, wenn man das jetzt nochmal mit reinnimmt und das da auch noch mit ins Gedankenkarussell wirft, weil das hat, also ganz ehrlich, es hatte einfach überhaupt gar keinen, nicht wirklichen Sinn ergeben, dass dieser Bildschirm von Corsair herausgekommen ist. Also das hat für mich damals überhaupt keinen Sinn ergeben. Und ich habe das auch damals gar nicht hinterfragt. Wenn ich das jetzt mit einwerfe, dann könnte man ja fast, also da ist nur Gedankenkarussell, ne? Könnte man ja fast meinen, dass das vorentwickelt war und gesagt wurde, so okay, wir decken diesen Markt dann auch gleich noch mit ab. Weil wenn das wirklich 22, 23 losging und um diese Zeit auch der Bildschirm rauskam und sie sich jetzt gesagt haben, okay, komm, wir hauen den Bildschirm raus, wir wissen, dass das da irgendwie so ein Ding ist und wir wollen dann die Firma kaufen. Ei caramba. Rein gar nichts. Und warum? Das können wir uns alle denken. Denn mit einer Stimmrechtsmehrheit könnte hier die Investorengruppe um Thomas Jackermeier natürlich den aktuellen Vorstand austauschen. Insofern ist dem Vorstand natürlich nicht an einer Hauptversammlung gelegen.
sollte klar sein. Die Tagesordnung für die außerordentliche Hauptversammlung soll nach dem Willen der Investorengruppe unter anderem Anträge zu den folgenden Punkten enthalten. Vertrauensentzug gegenüber dem Vorstand der Endo AG, wie gerade von mir geäußert. Abwahl der Aufsichtsratsmitglieder Ingo Weber und Rudolf Dittrich. Ja, auch denen dürfte also nicht an einer außerordentlichen Hauptversammlung gelegen sein. Wahl von Herrn Ziegelmeier und Herrn Robin von Büren in den Aufsichtsrat. Das wären also die neuen Aufsichtsratsmitglieder, die dann Ingo Weber und Rudolf Dittrich ersetzen würden. Bestellung eines Sonderprüfers zur Überprüfung des Verhaltens von Vorstand und Aufsichtsrat im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Endo AG. Hier sind natürlich viele Fragen offen. Warum verhält sich der Vorstand, wie er sich verhält? Was genau hat sich der Vorstand unter Umständen zu Schulden kommen lassen? Wurden alle Zahlen sauber dargestellt, ja oder nein? War wirklich notwendig, dass man hier das Staruk-Verfahren anschiebt, etc. pp. Beschluss über eine Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 70 Millionen Euro. Es wird also immer mehr. Diese Kapitalerhöhung und das zusätzliche Kapital, das die Investorengruppe um Thomas Jackermeier dem Unternehmen zuführen wollen, wird von Woche zu Woche mehr. Denn ich denke, auch die Zahl der Interessenten, die hier einsteigen und auch mit agieren wollen, die steigt. Also wir hatten mal angefangen, ich glaube bei 28 Millionen sind dann gegangen im zweiten Angebot der Investorengruppe auf 48 Millionen Euro circa. Und jetzt sind wir bereits bei 70 Millionen Euro angelangt. Wir haben die Kapitalerhöhung ist mittlerweile um ein Dreifaches gestiegen. Und das wird trotzdem ausgeschlagen. Also ich habe das Gefühl, dass Herr Jackermeier gerade richtig rotiert. Der kämpft wirklich wie ein Löwe drum. Ich glaube, der mobilisiert fast alles, was geht. Aber das ist halt, ja, einer gegen viele, ne? Zumindest macht es den Anschein von außen. Das ist wirklich eine ganze Menge Geld. Und das sollte natürlich locker ausreichen, um hier Cashflow-Probleme und eine drohende Zahlungsunfähigkeit der Endo AG abzuwenden. Die Investorengruppe hat zudem eine umfangreiche Schutzschrift erstellen lassen. Das ist, um das mal kurz einzuordnen, ein Mittel, das man bei Gericht einlegen kann, um einen angekündigten oder laufenden Prozess in der Schwebe zu halten, um hier erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen und Einfluss zu nehmen und gegebenenfalls eigene Beweismittel in einen laufenden Prozess einbringen zu können. Insofern eine sehr schlaue und gute Maßnahme von der Investorengruppe, dass man hier eine Schutzschrift erstellt hat und hoffentlich mittlerweile auch dem Amtsgericht hat zukommen lassen, denn mittlerweile hat die Endo AG offiziell tatsächlich beim Restrukturierungsgericht in München den Antrag auf die Restrukturierung nach Staruk gestellt. Das widerspricht also dem folgenden Satz. Bisher wurde Staruk beim Gericht wohl als Reaktion auf die Einreichung des HV, also Hauptversammlungseinberufungsverlangens, beim Amtsgericht Landshut lediglich angekündigt. Das ist also mittlerweile veraltet. Ich glaube, am gestrigen Tage hat die Endo AG offiziell hier Staruk angekündigt beim Gericht. Die Schutzschrift umfasst unter anderem Beweise dafür, dass der Vorstand seiner gesetzlichen Pflicht gemäß § 92 Absatz 1 Aktiengesetz zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung nicht nachgekommen ist. Ja, das konnten wir ja alle sehen. Dass die Investorensuche durch Götz Partners ausschließlich auf eine Sanierung unter Staruk ausgerichtet war. Und auch das, finde ich, ist mehr oder weniger augenscheinlich, denn von nichts anderem war die Rede, seit man überhaupt die Notwendigkeit einer Restrukturierung hier öffentlich hat verlautbaren lassen. Und dass mehrere potenzielle Investoren durch den Vorstand und Götz Partners ignoriert oder sogar aktiv abgelehnt wurden. Auch das konnten wir alles so anhand der öffentlich vorliegenden Fakten nachvollziehen. Am Ende, also wirklich mal runtergebrochen, ne? Ich bin ja immer Team, am Ende interessiert das den Kunden nicht. Bin ich auch immer noch der festen Überzeugung, dass die meisten Kunden das nicht interessiert. Wenn es da nicht läuft und du deinen Stuff nicht kriegst, gehst du halt woanders hin. Ne? Weil die meisten Menschen in ihrer Freizeit nicht wirklich sich damit beschäftigen möchten, sondern
einfach, sie wollen ja Spaß haben. Simracing ist ja ein Hobby und da willst du dich mit sowas nicht auseinandersetzen. Bei mir glücklicherweise, was heißt glücklicherweise, bei mir ist es ja ein Job, dass ich mir auch das mal ansehe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das mit der Kundschaft macht. Also ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass selbst die härtesten Hardliner, und das meine ich im positiven Sinne, die großen Fans, die mit Jackermeier groß geworden sind in dem Unternehmen und mit deren Ware, ob die nicht auch langsam irgendwie sagen, puh, ich weiß nicht. Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, wenn man das hier alles verfolgt. Weil das ist ja einfach nur, das könnte ein Film werden. Also es könnte wirklich verfilmt werden, was hier passiert. Das ist ja nicht einfach mal so, dass da welche am Tisch sitzen und sagen so, ich möchte das jetzt gerne kaufen, sondern da war jemand mal Chef, der hat gesagt, nö, machen wir nicht, wir bleiben so. Und dann kam irgendwoher jemand anderes und der hat ein paar Stellschrauben gedreht und hat gesagt, nö, dann machen wir das halt ein bisschen anders, wir sägen dich jetzt einfach ab und dann werden wir das ganze Ding los. Das ist einfach komplett verrückt. Es ist wirklich komplett verrückt. Und wenn man das jetzt mal, wenn man das jetzt wirklich runterbricht, hat es der Firma geschadet, ne? Also kann man nicht von der Hand weisen, seit vielen Monaten. Es wird sicherlich noch Fans geben, die sich sagen, so komm, ich halte die Fahne hoch bis zum Ende. Und dann passiert das noch und das wusste niemand. Ne? Also ich habe ja immer auch nur gemutmaßt, was da im Hintergrund passiert. Aber das gibt mir jetzt auch nicht das Vertrauen, egal wie gut die Ware ist, ne? Bin ich ganz ehrlich, egal wie gut die Ware ist, ich habe ja auch schon ein, zwei Reviews dazu gemacht und die hat sich die letzten Jahre, was Wheelbase angeht, definitiv verbessert. Lenkräder, Pedale, sage ich auch immer, muss noch mal was gemacht werden. Da müsste mal was Neues kommen, so langsam. Aber das ist ja, also das kannst du ja auch wirklich schon nicht mehr sagen. Du, Maga, dann kauf dir da mal was. Weil, also klar kannst du dir die Ware kaufen, aber am Ende stehst du doch als Kunde. Du hängst ja denn, wenn du mal wirklich auf die Firma angewiesen bist, hängst du doch einfach in der Luft. Wild. Das ist wirklich eine ganz, ganz verrückte Geschichte hier. Zudem verweist die Schutzschrift auf die anstehende außerordentliche Hauptversammlung mit der Beschlussfassung über eine umfangreiche Kapitalerhöhung, die den Sanierungsprozess erfolgreich abschließen wird. Es ist schwer vorstellbar, dass das Restrukturierungsgericht unter diesen Umständen die vom Vorstand gewünschte Enteignung der Aktionäre im Schnellverfahren beschließen wird. Die Investorengruppe weist darauf hin, dass die kreditgebenden Banken Postbank, Deutsche Bank, Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, Hypovereinsbank, Oberbank und DZ Bank zusammen mit dem Vorstand und Aufsichtsrat der Endor AG seit Monaten eine Restrukturierung verhindern, die keine Enteignung der Aktionäre voraussetzt. Das sind starke Worte und hier können wir also lesen, welche Banken hier in diesen Prozess involviert sind. Das ist eine wichtige Information auch für die Öffentlichkeit. Lest es euch gut durch, gerne auch wiederholt. Die Quelle habe ich hier angegeben und da seht ihr also, welche Banken sich an diesem ominösen Prozess hier beteiligen. So wurden sowohl zwei Angebote der Investorengruppe Jackermeier als auch das Angebot eines hochreputierlichen und liquiden Debt-Investors abgelehnt. Zumeist mit der nicht glaubhaft gemachten Begründung, dass der Kapitalbedarf mittlerweile höher als das jeweilige Angebot sei. Das ist richtig. Ich meine, ich habe ja auch schon in verschiedenen Videos darauf verwiesen, dass es ein bisschen merkwürdig ist, dass vom Vorstand immer nur abgewiegelt wurde und dann so merkwürdige Zahlen in den Raum geworfen wurden, die aber nicht wirklich klar bilanziell belegt worden sind. Das ist schon alles sehr dubios. Überleg mal, da kommt jemand, jetzt lass das mal ganz kurz sagen. Wir reden ja jetzt von einem mittelständischen Unternehmen. So. Also es wurde ja sehr häufig als mittelständisches Unternehmen deklariert. Und jetzt kommt jemand und sagt, ich habe 70 Millionen Euro besorgt und mit den 70 Millionen Euro möchte ich dieses Unternehmen wieder herrichten. Und das wird abgelehnt. 70 Millionen Euro. Also selbst wenn wir wirklich das vom allerschlimmsten Fall ausgehen und wir nehmen wirklich mal alles, was jetzt die letzten Wochen bzw. Monate richtig beschissen lief. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die, ich nenne es jetzt mal Restaurierung, mehr als 70 Millionen Euro kostet.
Aber ich bin auch einfach nur ein Laie, ne? Das ist ja für uns viel. Es gibt so ein, zwei Leute da draußen, die ein bisschen, bisschen mehr Ahnung haben. Schöne Grüße gehen da raus an Niklas, der da viel recherchiert und drin ist und auch ein bisschen mehr Verständnis hat dafür. Aber das ist einfach nur komplett, also es ist nicht greifbar. Also jedes Mal, wenn was Neues rauskommt, wird es noch weniger greifbar, was da passiert. Gefühlt werden hier alle Register gezogen, die man hat. Alle. Alle und jedes Register. In diesem Hintergrund muss auch die vorgeschlagene Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 70 Millionen Euro gesehen werden. Bei einem Mittelzufluss in dieser Größenordnung könnten alle Bankdarlehen abgelöst und die Enteignung der Aktionäre über Staruk verhindert werden. Nach gut zwei Monaten mit Investorengesprächen gibt es zahlreiche Interessenten, die jene Aktien übernehmen würden, die nicht von Aktionären über ihre Bezugsrechte gezeichnet werden. Zudem soll das neue Firmengebäude verkauft werden, um damit die Bilanz um rund 30 Millionen Euro zu entlasten. Die Investorengruppe ist daher fest überzeugt, das Ziel der finanziellen Sanierung auch mit einer geringeren Kapitalerhöhung zu erreichen. Dazu bedarf es allerdings einer seriösen, belastbaren Finanzplanung, die der Vorstand seit Monaten nicht vorlegen will. Also hier nochmal in etwas klareren Worten vielleicht und hoffentlich ausgedrückt. Die Investorengruppe Jackermeier hat hier diese extrem hohe Kapitalerhöhung, wie ich ja auch bereits schon gesagt habe, in einer Höhe von bis zu 70 Millionen Euro vorgeschlagen, um hier dem Vorstand es unmöglich zu machen, wieder einmal abzuwiegeln und zu sagen, die Mittel würden nicht reichen und das sei nicht geeignet, hier die Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, wie es bei den zwei vorangegangenen Vorschlägen der Investorengruppe durch den Vorstand der Endo AG eben bereits gemacht worden ist. Diese 70 Millionen sind jetzt nun wirklich ein Betrag, aus dem man sich so nicht mehr rauswinden kann. Natürlich wäre es möglich, das Unternehmen auch mit weniger Geld zu retten. Davon ist zumindest die Investorengruppe Jackermeier fest überzeugt. Ich kann es nicht mit Sicherheit so sagen oder bestätigen, denn es gibt keine seriöse, belastbare Finanzplanung durch den Vorstand der Endo AG. Das ist dann natürlich schwierig tatsächlich zu bewerten. Warum gibt es diese belastbare Finanzplanung nicht? Naja, die würde ja eine Bewertung des Finanzbedarfs erleichtern. Diese nicht belastbare Finanzplanung, das können wir ja hier auch wieder sehen. Am 29. Mai und auch am 31. Mai hat die Endo AG hier veröffentlicht Zahlen zum Q1 und gibt hier im Grunde sehr positive Zahlen aus. Die Endo AG hat im ersten Quartal 2024 einen Umsatz in Höhe von 30,5 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von 1,2 Millionen Euro erzielt. Das erste Quartal 2024 war dabei von Umsatzverschiebungen aus 2023 in Höhe von ca. 5 Millionen Euro positiv beeinflusst. Naja, wenn wir die abziehen, dann haben wir 25,5 Millionen. Das sind immer noch gut 8 Millionen mehr als im Vorjahr. Liebe Leute, ne, man merkt doch schon aus dem Wortlaut hier, dass der Vorstand tatsächlich sich große Mühe gibt, positive Zahlen in einem möglichst negativen Licht erscheinen zu lassen. Es ist schon wirklich erstaunlich. Grund dafür war die eingeschränkte Lieferfähigkeit sowie Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte in 2023 und die damit einhergehende Verschiebung von Lieferungen aus 2023 in das erste Quartal 2024. Hinzu kommt, dass das erste Quartal 2023 wiederum von einer eingeschränkten Lieferfähigkeit negativ beeinflusst wurde. In Folge ist eine Vergleichbarkeit nach Einschätzung des Vorstands nicht gegeben. Eine Vergleichbarkeit verschiedener Geschäftsjahre ist nie gegeben, wenn wir das mal ganz grundsätzlich sehen wollen, denn jedes Jahr ist anders. Also jetzt mal kurz Gedankenkarussell angeschmissen. Wurden diese Fehler vielleicht provoziert, die dort entstanden sind? Weil jetzt mal wirklich Butter bei den Fische. Also man kann jetzt von Thomas Jackermeier halten, was man möchte. Ne? Das ist ja, steht ja jedem frei auf einer menschlichen Ebene. Aber Webshop-Problem, Lieferungsproblem und alles auf einem Haufen? Also in so einem Zeitraum bei einer Firma, die über 10 Jahre gewachsen ist? Also mit so einer Struktur? Puh.
Das ist jetzt natürlich eine sehr wilde Spekulation, muss man ganz klar sagen. Aber wenn man sich das jetzt alles mal so anguckt, fühlt sich das für mich an wie eine Provokation, also dass das herbeigeführt wird. Weil es kann jetzt mal wirklich Butter bei der Fische. So viel Scheiße kann doch nicht in einem Millionenunternehmen auf einmal passieren. Auf einmal. So im Oktober bis, sagen wir mal, Dezember und also Black Friday richtig reingerissen. Mit Black Friday kamen dann Probleme Support, also noch mehr als gegeben. Lieferungsprobleme. Und das, was Herr Jackermeier dazu gesagt hat, ist halt so, sind doch das ganze Ding mit der PlayStation-Nummer? Also wenn jetzt wirklich mal im Vorstand so lange schon kriegerische Aktivitäten herrschen, nennen wir sie jetzt einfach mal kriegerische Aktivitäten. Ich sag mal so, wenn der Kopf nicht funktioniert, kann der ganze Körper ja nicht funktionieren. Also das wäre ja wirklich ein Schelm, wer Böses denkt, wie es auch gerade schon dort steht. Wild. Aber gut, das kann man, wir können das alle nicht bestätigen. Ne? Das ist immer nur, wir können am Ende uns immer nur unseren Teil denken. Aber so langsam, ne, wenn man das halt alles so mal in ein Bild rückt, puh. Jedes Jahr ist anders. Es gibt globale Faktoren, es gibt regionale Faktoren, die sich wöchentlich ändern können. Das macht mich wirklich fassungslos, denn diesen Satz könnte man wirklich unter jede Bilanz schreiben. Unter jede Bilanz, die weltweit veröffentlicht wird, könnte man schreiben, ja, ist alles mit den Zahlen des Vorjahres nicht vergleichbar. Denn Bedingungen haben sich geändert, Rahmenbedingungen haben sich geändert, Lieferzeiten haben sich geändert, Preise haben sich geändert, es ist ein Krieg hier ausgebrochen, es ist ein Krieg dort ausgebrochen, es hat Tariferhöhungen hier gegeben, es hat höhere Nebenkosten dort gegeben. Ja, deswegen macht man Bilanzen. Genau aus diesem Grunde macht man Bilanzen, damit man Jahre miteinander vergleichen kann. Und das können wir tun. Und wenn wir das tun, dann stellen wir fest, die Endo AG hat im ersten Quartal trotz aller Bemühungen des aktuellen Vorstands, hier das Geschäft so gut es geht auszubremsen, sehr gut gewirtschaftet. Also es ist Wahnsinn, wie der Endor AG das Geld der Kunden zufließt und zufliegt geradezu. Och, das ist jetzt so ein Satz, den hätte ich persönlich jetzt nicht gesagt. Auch wenn es so ist, hätte ich das nicht so gesagt. Das klingt sehr unangenehm, finde ich persönlich, mit dem aktuellen Zustand. Und es ist aber die Wahrheit. Dass man dies eigentlich so wirklich möchte. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2024 weist die Endo AG auf erhebliche Prognoseunsicherheiten hin und passt ihre Anfang Februar 2024 veröffentlichte Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 an. Der Vorstand der Endo AG geht nun für 2024 von einem Konzernumsatz in Höhe von 105 Millionen Euro bis 115 Millionen Euro aus. Grund hierfür ist eine seit Beginn des zweiten Quartals erkennbare Kaufzurückhaltung der Kunden, die sich nach Einschätzung des Vorstands im zweiten und dritten Quartal 2024 ebenfalls fortsetzen wird. Und da gebe ich dem Vorstand der Endo AG hundertprozentig recht. Ja, naja, also ich meine, einige eurer Kunden, da diese Bubble ja nicht so groß ist, auch wenn die so groß ist, dass es immer noch mehr als genug Leute gibt, die diese Produkte kaufen, was jetzt per se erstmal nicht verkehrt ist, ist trotzdem, spricht sich das ja rum. Also du kannst ja schon kaum um dieses Thema noch drumrum rutschen. Also es ist ja wirklich nahezu fast unmöglich. Natürlich, und Sie sind die Besten, die das einschätzen könnten. Natürlich wird sich eine erkennbare Kaufzurückhaltung der Kunden fortsetzen oder entwickeln in den nächsten Quartalen, wenn man so weitermacht wie bisher, indem man ohne Not ein Staruck ankündigt, indem man Gespräche mit Corsair führt, unter strategisch sehr ungünstigen Bedingungen, indem man den Webshop wie eine Katastrophe da vor sich hin blandern lässt, indem man sich weigert, Quick-Release-Adapter von Lenkrädern im Verkauf abgekoppelt zu vertreiben. All diese Faktoren führen natürlich zu einer Kaufzurückhaltung der Kunden. Wer könnte diese Kaufzurückhaltung beeinflussen? Ja, richtig, der Vorstand der Endo AG. Ah ja,
Es lässt mich sprachlos zurück, muss ich wirklich sagen. Das erklärt aber jetzt so einige Entscheidungen so langsam, weil wie schon letztes Jahr einige Sachen sehr kritisch in einem sehr falschen Ton, möchte ich nochmal sagen, als wir begonnen haben, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, war das keine sehr angenehme Berichterstattung. Was heißt Berichterstattung oder meine Kommentare dazu, was dank euch und eurem Feedback sich mittlerweile ein bisschen gebessert hat, nehme ich an. Also für mich persönlich hat sich das verbessert. Erklärt das wirklich so einige Entscheidungen? Weil die Krone für mich als Kunde hat es wirklich aufgesetzt, als man sich ein Wheel kaufen wollte und sich extra irgendwie Quick Releases aussuchen musste und manchmal sogar gezwungen war, da auf QR2 zu wechseln, weil irgendwie nichts verfügbar war und eigentlich keiner irgendwas mit seinen Produkten machen konnte, außer wenn man das in Bundle. Also das war so, es war und ist auch immer noch so undurchsichtig alles, dass, also es ist ja schon wirklich maximal kundenunfreundlich. Das ist unglaublich, was wir hier lesen dürfen, ist doch wirklich, also es ist gut maskierte Clownerie. Die ebenfalls Anfang Februar 2024 veröffentlichte Prognose zur EBITDA-Marge 2024 von 8-10% wird aufgrund der zu erwartenden Sondereffekte des geplanten Staruk-Verfahrens ebenfalls zurückgenommen. Ja, das Staruk-Verfahren ist natürlich teuer, also da wirkt sich natürlich nochmal negativ auf die Bilanz aus, ist klar. Zum aktuellen Zeitpunkt ist eine seriöse Prognose der EBITDA-Marge nicht möglich, da noch nicht absehbar ist, in welcher Höhe Sondereffekte anfallen. Dazu zählen insbesondere noch nicht abschließend verhandelte Erträge aus Forderungsverzichten der Banken sowie die Kosten des Staruk-Verfahrens selbst. Ja, also dazu brauche ich, glaube ich, nicht noch mehr zu sagen und ich fürchte auch, dass ich die Selbstbeherrschung verliere, wenn ich hier weiter im Detail drauf eingehe. Also, was können wir denn abschließend dazu sagen? Der Cut hat es wohl gerichtet, weil der hat Lacktausch gerade ausholen wollen und hat sich selber zensiert. Wir können eigentlich nur festhalten, es ist erschütternd, was sich hier abspielt. Ich kann nur sagen, ich für meinen Teil, und das ist meine ganz persönliche Meinung, genauso wie alles, was ich in diesem Video hier geäußert habe, lediglich meine Meinung auf Basis der mir zugänglichen Informationen darstellt. Ich kann nur sagen, ich drücke der Investorengruppe um Thomas Jackermeier wirklich beide Daumen, dass die hier noch den Fuß in die Tür bekommen und auf irgendeine Art den laufenden eigenständiges Unternehmen weiter existieren kann, das im Lauf der nächsten Jahre seine Probleme in den Griff bekommt, das zurückskaliert auf ein Maß, dass es wieder beweglich sein lassen wird in Zukunft. Aber es sind und bleiben fromme Wünsche. Am Ende des Tages wird das Restrukturierungsgericht in München entscheiden und vielleicht wird die Staatsanwaltschaft hier auch noch das ein oder andere Wort mitreden, je nachdem, welche Beweismittel Thomas Jackermeier tatsächlich in den Prozess einbringen können wird. Ich hoffe, es sind wasserdichte Beweise und gut aufbereitete Unterlagen. Dann können wir nur hoffen, dass das Gericht diese Beweise auch annimmt und entsprechend bewertet und wir hier tatsächlich noch einen guten Ausgang mit einer selbstständigen Endor AG haben, die wieder auf die Beine kommt und uns alle in den nächsten Jahren auch weiterhin mit Produkten versorgen wird, die wir bisher so geschätzt und gerne benutzt haben. Damit entlasse ich euch wie immer in die Nacht. Macht es gut, bis bald und tschüss. Ich möchte übrigens an dieser Stelle mal an Lackaustausch, und das möchte ich am Ende nochmal machen, ein großes Dankeschön aussprechen, da er sehr viel Arbeit in dieses Thema steckt und sehr, sehr viel recherchiert und sich auch durchliest und das aufbereitet und meine Wenigkeit einfach immer nur am Ende sein Content anschaut und mein Zeug noch oben drauflegt. Und an der Stelle möchte ich Lackaustausch auch nochmal mich bedanken, dass er auch selbst mir mittlerweile das mitgegeben hat, dieses Thema ein bisschen weniger reißerisch zu behandeln, sondern etwas sachlicher und vernünftiger als Aufklärung und nicht als wir hauen da einfach die ganze Zeit nur drauf. Da hat Lacktausch einen sehr großen Einfluss gehabt. Er hat sich nämlich immer unter jedem Video sehr viel Mühe gegeben, vernünftige Kommentare zu schreiben und das wieder richtig hinzurücken und mir auch ein bisschen den Kopf gewaschen. Und das weiß ich sehr zu schätzen an der Stelle. Und Sie da draußen sollten Lacktausch definitiv abonnieren. Ist ein feiner Kerl.
Dankeschön an der Stelle. Es bleibt interessant um diese Thematik. Das wird uns, glaube ich, noch ein paar Monate beschäftigen. Bin ich mir ziemlich sicher.